Wie würden Sie denn die aktuelle Stimmung in der Energiebranche beschreiben? Ich habe den Eindruck, es ist eine Zeit wirklich für einen Neustart. Wir gucken nicht mehr zurück nach den Wunden von gestern, sondern suchen die Chancen von morgen. Und welche Debatten gilt es denn aber trotzdem noch zu führen? Also die wichtigste Debatte, die wir führen müssen, ist immer die mit dem Kunden. Den Kunden überzeugen, wo ist sein Vorteil, sein Nutzen, davon überzeugen und den auch wirklich schaffen. Die zweite Debatte ist natürlich mit der Politik. Was sind die langfristigen Rahmenbedingungen, die für Kunden und uns Erfolg versprechen? Und wo sehen Sie vielleicht auch die Trends oder Chancen für die Zukunft? Also die großen Trends sehe ich bei spezifischen Kundenlösungen, wie man mit weniger Energie effizienter seine Betriebsabläufe oder auch seine privaten Abläufe macht. Privat der große Trend, Energie wirklich anfassen können, besitzen können, sie selbst gestalten können. Und der dritte Trend bleibt die Klimapolitik, sie nachhaltig zu machen. Das kann der Einzelne nicht alleine, da braucht es auch die Gesellschaft und den Staat. Und was werden da auch vielleicht die größten Herausforderungen dann sein? Dass wir in der Vergangenheit zu viel Symbolpolitik gemacht haben. Also wie viele Kernkraftwerke legen wir still, wie viel Wind oder Sonne bauen wir. Entscheidend ist, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, damit dieses wirklich stetig im Markt mit Erfolg passiert. Dafür brauchen wir einen anständigen, vernünftigen, garantierten CO2-Preis, der für alle Sektoren gilt. Dann wird Industrie, Innovation und Kunden es gemeinsam lösen. Sie sprachen ja ganz schön vom Thema Energiewende, von Euphorie in die Depression. Wie kann denn die Energiewende aber trotzdem noch gelingen? Indem man sich antizyklisch behält. Wenn manchmal etwas vorschnell Euphorie ist, muss man nüchtern den Kopf bewahren. Und wenn etwas sehr vorschnell die Depression ausgerufen wird, muss man von den Chancen reden und sie zeigen. Dann kann sie gelingen. Welche Rolle, Sie sprachen ja viel auch vom Kunden und wie E.ON die Kunden vernetzt. Welche Rolle spielt denn der Kunde der Zukunft und wie holt man den ab? Ich glaube, in fast allen Industrien, Digitalisierung, Internet, Steuerungstechnologie, verlagern die Macht von der Massenproduktion, der zentralen Massenproduktion, in die immer, sagen wir mal, more customized, lokale, eigenbesessene Gestaltungsart. Das wird bei Energie wie bei Mobilität passieren. Und die einzige Chance ist, radikal auf Seiten der Kunden zu sein und keine faulen Kompromisse zu machen. Das haben wir mit unserer Aufspaltung gezeigt und den Weg gehen wir weiter. Und was gilt es denn jetzt zu tun? Was wäre vielleicht auch Ihr Ratschlag an die Branche? Ich bin vorsichtig mit Ratschlägen. Ich sage dann immer, wenn ich was richtig Gutes selber weiß, dann sage ich ja nicht der Konkurrenz. Aber ich habe den Eindruck, wie ich schon gesagt habe, ich sehe überall Zeichen von Neustart, von Zusammenarbeit mit Startups, von der Suche nach dem Kunden, von der Zusammenarbeit. Also mir ist um die Branche nicht bange.